Okay, ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Philipp Hübel diskutiert, heute mit Jörg Scheller. Jörg, hallo, herzlich hallo. Willkommen an der UdK. Jörg Scheller ist Professor für Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste. Er ist aber auch Journalist, Publizist, spielt in einer Heavy-Metal-Band und ist Kraftsportler. Also man könnte sagen, du bist von deiner vielleicht Kurz-Bio die gelebte Ambiguitätstoleranz und hast dich jetzt mit Identität, also mit genau dieser Frage, was macht uns eigentlich aus, beschäftigt in einem Buch, das heißt Identität im Zwielicht, und hast eigentlich, habe ich den Eindruck, so eine Herangehensweise, die so ähnlich ist, du willst die Vielfalt und Diversität in diesem Thema anschauen mit einem nüchternen Blick, im Gegensatz zu vielen Sachen, die wir heutzutage kennen, dass Leute da mal sehr aufgeregt sind. Deshalb wäre meine erste Frage an dich: Was ist denn eigentlich Identitätspolitik, wenn man das jemandem erklären soll, der das noch nicht gehört hat? Naja, Identitätspolitik ist eigentlich so alt wie die Welt, könnte man sagen. Bedeutet erstmal, ich mache Politik spezifisch für eine bestimmte Gruppe. Der Begriff Identitätspolitik selbst, der entstand aber nicht irgendwann mit dem Urknall, sondern sehr konkret in den 1970er Jahren. Das ist ein Begriff, der stark aus der afroamerikanisch-linksprogressiven Bewegung rauskommt, namentlich das Combahee River Collective hat den geprägt. Das war eine Gruppe schwarzer, lesbischer Frauen, die gesagt hat, Moment mal, man erzählt uns immer sowas über alle sind gleich. Es gibt so einen universalistischen Diskurs und es mag ja sein, dass das so sein soll, aber es ist noch lange nicht so. Also es gibt bestimmte Gruppen, die werden anders behandelt in der empirischen Realität, und darauf wollen wir aufmerksam machen. Dadurch, dass wir sagen, wir politisieren jetzt mal wirklich aus unserer Situation heraus, aus den konkreten gelebten Umständen heraus. Und das wurde dann bekannt als Identitätspolitik. Also es kommt aus einer linksprogressiven Minderheitenpolitik. Aber wie gesagt, wenn man den Begriff größer und breiter fasst und ihn sozusagen rückprojiziert, kann man sagen, gab es immer schon Gruppen, haben mit ihren spezifischen Anliegen Politik gemacht. Jetzt regt ja Identitätspolitik sehr stark auf und ist, sagen wir mal, akademisch schon in den 2000ern eigentlich so ein großes Thema gewesen, aber im öffentlichen Diskurs jetzt erst seit ein paar Jahren, kann man sagen. Man hat das, glaube ich, in den großen Medien jetzt nicht vor 3-4 Jahren so groß gehört. Wär es schlauer gewesen, das immer nur Gruppenzugehörigkeitspolitik zu nennen, um Aufregung zu vermeiden, oder war es wichtig, jetzt diesen Begriff Identität damit reinzubringen, weil Identität ja so viele Lesarten hat, dass er eher dazu einlädt, vielleicht als Begriff Missverständnisse zu produzieren, als dieses, wie du sagst, ja, Anliegen, was die meisten Menschen teilen, dass man Ungerechtigkeiten beseitigt, anzugehen. Naja, also der Grund dafür, dass wir heute wirklich über Identitätspolitik ganz konkret sprechen, ist natürlich, dass wir sehr viele Diskurse aus den Vereinigten Staaten von Amerika respektive aus dem angloamerikanischen Raum übernehmen. Und wenn man da in die 1990er Jahre zum Beispiel schaut, gibt es Texte in den USA, die handeln von Post-Identity Politics. Also man hatte damals, oder manche Leute hatten damals schon das Gefühl, es ist eigentlich schon vorbei mit diesem Diskurs. Aber bei uns kommen diese Diskurse halt immer mit einer relativ großen Verspätung an. Und insofern überrascht es mich nicht, dass wir so stark über Identität, Identitätspolitik debattieren, streiten, dass es ein großes Thema geworden ist. Das ist mit sehr vielen Diskursen so, die aus den USA eben nach Europa schwappen und dort eben mit so einem Delay-Effekt dann zum Tragen kommen. Ja. Jetzt gibt es ja, sagen wir mal, Kritik an der Identitätspolitik von konservativer Seite, weil die sowas sagen wie, das ist also uns zu progressiv, da geht es um irgendwelche Minderheiten, da geht es nicht um die Werte, die wir vertreten, sagen die Konservativen. Aber es gibt auch Kritik von der liberalen Seite an der Identitätspolitik. Also wenn man sagt, das progressive Lager sind die Linken und die Liberalen, sind die aber nochmal gerade bei der Frage Identitätspolitik zerstritten. Würdest du das so teilen oder zumindest auf den ersten Blick? Ja, na, das ist absolut so. Es gibt, muss ein bisschen ausholen,
Traditionell war es ja die Linke, die universalistisch argumentiert hat. Also das Ziel war eben gerade nicht, über Identitäten zu argumentieren, sondern zu sagen, es gibt eigentlich eine große Klasse der Unterdrückten und wir fokussieren jetzt nicht auf die Binnenunterschiede in dieser Klasse, sondern fokussieren erstmal auf diese Klasse als solche. Das war Marxismus, nicht die Hauptwidersprüche und die Nebenwidersprüche. Man hat eigentlich versucht, erstmal den Hauptwiderspruch, Klassengegensätze aufzulösen, in der Hoffnung, dass sich damit auch die Nebenwidersprüche auflösen. Und Identitätspolitik hat das in den 70er Jahren sozusagen invertiert. Also man hat nicht mehr gesagt, hey, wir machen jetzt mal quasi das große Ganze und dann kommt das Kleine schon noch, sondern wir beginnen eigentlich mit den kleineren Problemen eben von Minderheiten innerhalb dieser angeblich fast homogenen Klasse. Und insofern überrascht es nicht, dass es heute auch Linke gibt, vielleicht eher Linkskonservative, die sagen, hey, Identitätspolitik spaltet gewissermaßen unsere Bewegung. Also es gibt dann lauter so kleine Identitätsparzellen, wo jeder für sich politisiert. Aber was links eigentlich meint, ist ja das Verbindende, die große, starke, verbindende linke Bewegung. Das ist die Kritik, die aus der linken Ecke kommt. Und bei den Liberalen ist es so, dass Liberalismus zwar auf Individualismus stark basiert, aber eben auch auf Universalismus. Also, dass alle Menschen in ihrer Würde und ihren Rechten gleich sind. Und wenn jetzt sagen, identitätspolitisch orientierte Aktivisten argumentieren, nein, wir sollten hier stärker fokussieren, da stärker fokussieren, kann das von liberaler Seite so aufgefasst werden, dass eben da Ungleichheiten entstehen, die eigentlich einem liberalen Universalismus nicht zuträglich sind. Das wären so zwei Kritiken, die mich nicht überraschen. Das war zu erwarten, dass die so kommen. Und eine rechtskonservative Kritik an Identitätspolitik, die ist inhärent natürlich komisch und selbst widersprüchlich, weil Identitätspolitik traditionell eigentlich was Rechtes war. Ja, und warum? Bevor es so hieß. Warum ist das so? Naja, also rechts bedeutet, ja, wenn man das mal ganz grob anschaut, es gibt eben nicht alle Menschen sind gleich, sondern es gibt Ungleichheit in der Welt und das ist auch okay so. Es gibt manche, die sind stärker, es gibt manche, die sind schwächer. Es gibt bestimmte Nationen, Kulturen, die sind anderen überlegen. Das ist eigentlich ein rechtes Denken, das hier mit diesen Differenzen, diesen Hierarchien operiert. Und insofern ist es von der rechten Position eigentlich nur logisch zu sagen, ja, die Identitäten und diese Identitätsgruppen konkurrieren, die kämpfen miteinander, gegeneinander. Und das Ziel ist es, quasi sich und die eigene Gruppe zu einer besseren Position zu verhelfen. Also die Rechten waren schon immer Identitätspolitiker, genau, ohne sich selber zu nennen. Es gibt natürlich jetzt so diese Selbstbezeichnung Identitär. Genau. Also die wollen sich ja nicht Identitätspolitiker nennen, aber im Grunde machen sie, sagst du, eigentlich dasselbe, weil sie sagen, eine Gruppe wird in irgendeiner Weise besser gestellt als eine andere. Aber die Motivation scheint mir eine andere zu sein. Ne, im rechten Lager geht es darum, man will besser gestellt sein als die anderen oder fühlt sich auch besser aufgrund von Religion, Hautfarbe, Nation oder irgendeiner, sagen wir mal, eher arbiträren Zugehörigkeit, also zufälligen Zugehörigkeit, die man oft gar nicht selber gewählt hat. Während die linke Identitätspolitik ja sagt, mir geht es eher darum, wer hat Nachteile, ist diskriminiert oder unterdrückt. Das sind ja so die typischen Merkmale und denen soll geholfen werden. Also das Ergebnis ist in beiden Fällen so eine Art Gruppenbildung, aber die Motivation, kann man sagen, ist nicht dieselbe. Oder der ursprüngliche Impuls ist ein anderer vielleicht. Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu differenzieren. Das wird so in diesen polemischen Debatten, die heute geführt werden, gern so in einen Topf geworfen, als ob Identitätspolitik von links und rechts das Gleiche sei. Dem ist natürlich nicht so. Es sind andere Zielvorstellungen, die damit verbunden sind. Ich sage, beim Combahee River Collective Identitätspolitik in den USA der 70er Jahre ging es eben wirklich konkret darum, Gruppen, die auch wirklich empirisch belegbare Nachteile im Leben haben, denen wirklich zu einer besseren Situation zu verhelfen. Und es war dezidiert ein Minderheitendiskurs. Die Rechten argumentieren natürlich ähnlich, nur mit Blick auf quasi Großkollektive. Also man könnte sagen, Identitätspolitik in Deutschland im 19. Jahrhundert war antinapoleonische Politik, Befreiungskriege. Da hast du quasi das Machtzentrum Frankreich, das will Europa kolonialisieren und wir müssen uns jetzt quasi als tapfere Nation dagegen wehren. Also
Das war durchaus auch progressiv gemeint. Nationalismus war ja mal progressiv konnotiert im 19. Jahrhundert. Man hat sich als quasi unterdrücktes Kollektiv gesehen, was ja auch in Anbetracht der Kriege durchaus eine gewisse Schlüssigkeit hatte, und hat dann versucht, die eigene Identität zu stärken und zu sagen, es gibt eine deutsche Nation, es gibt eine französische Nation, es gibt andere Nationen, und die sollen alle so ihre Eigenwertigkeiten haben. Und daraus entsteht dann später eben dieser identitäre Ethnopluralismus, ja, also den die identitäre Bewegung heute pflegt. Ja. Also vielleicht kannst du noch kurz sagen, Ethnopluralismus, was das für eine Idee ist? Genau, Ethnopluralismus ist sozusagen rechte Identitätspolitik, die sagt, es gibt quasi kulturelle Essenzen oder nationale Essenzen, die müssen bewahrt werden, die sind eben immer bedroht. Es gibt Bedrohungen von außen durch Migration, durch Globalisierung, linksgrün versiffte, ich weiß nicht was, Globalisierung, die Kosmopoliten und ich weiß nicht was. Und das müssen wir quasi schützen und bewahren. Und das Ziel ist, dass... Also ähnlich wie im Zoo, die Kulturen so nebeneinander existieren. Hier hast du das Franzosengehege, hier hast du das Deutschengehege, hier hast du das Britengehege. Und ab und zu besucht man einander auch, das Nashorn kommt zum Elefant. Aber grundsätzlich sind diese Gehege voneinander getrennt. Ja. Also das ist Ethnopluralismus. Aber ist eigentlich, wenn man es ganz ehrlich ist, so eine Art Framing, könnte man sagen, ein Euphemismus für den alten Rassismus. Man will es nicht mehr so aussprechen, wenn man ganz ehrlich ist. Die Leute wissen, sie können damit nicht mehr an die Öffentlichkeit gehen, indem sie sagen, die Rassen sollen unter sich bleiben. Also haben sie so eine Art Ersatz gefunden, ne? So die Kulturen. Genau. Ist so eine, ja, und begründet wird es meistens auch nicht so richtig. Also es ist, ja, warum es jetzt schlecht sein soll in einer globalisierten, diversen Welt, wo sich sowieso alles vermischt, Kulturen, Ideen, Menschen. Warum es da jetzt ein großer Vorteil sein sollte, bleibt dann auch irgendwie theoretisch recht dünn oft, was da die Begründung dafür sein soll. Ne? Ich habe eine Zeit lang versucht, mit AfDlern darüber zu diskutieren, was denn eigentlich dieses Deutsche ist, was sie da retten wollen und bewahren wollen. Und das Lustige ist, dass ausgerechnet diejenigen, die sich also die Wahrung und Rettung der deutschen Kultur auf die Fahnen schreiben, eigentlich nicht wirklich definieren können, was sie denn drunter verstehen. Sagen sie die deutsche Romantik. Ja. Ja, sie meinen dann die Spätromantik, die Nationalromantik. Ja. Sie meinen nicht die Frühromantik mit Schlegel und Co., die total hybrid und komisch und eigentlich so proto-postmodern bereits war, wo es sowas wie Genderbending und ich weiß nicht was alles bereits gab. Das heißt, sie müssen immer einen Teil der historischen Wirklichkeit ausschließen, den müssen sie silenzen, da dürfen sie gar nicht drauf verweisen, um dieses Ideal einer kulturellen Essenz zu wahren. Ja. Insofern, es gibt kulturelle Unterschiede, das ist natürlich evident, aber es gibt innerhalb dieser Kulturen wiederum gewaltige kulturelle Unterschiede. Das christliche Abendland oder mit die Protestanten versus die Katholiken, die haben sich noch bis vor kurzem die Köpfe eingeschlagen. Gemischt konfessionelle Ehen waren in vielen Gegenden ein Problem. Ja. Also insofern, über was reden wir, wenn wir über diese angeblich homogenen Kulturen reden, die man da wahren soll? Ja. Zu dieser Essenzfrage werde ich gleich noch was fragen. Mhm. Ich fand eine Unterscheidung für mich sehr hilfreich, die ich bei dir gelesen habe. Du hast gesagt, naja, es gibt eigentlich zwei Arten, Identitätspolitik zu machen. Das eine, sagst du, ist eher deskriptiv-analytisch und das zweite eher präskriptiv-ideologisch. Und die öffentliche Kritik, die wir kennen, ist eher an dieser präskriptiv-ideologischen Variante. Aber die erste ist eigentlich vom Anliegen her auch zu verbinden mit einem klassischen Liberalismus, wo man erst denkt, das passt nicht zusammen. Ja. Aber auf den zweiten Blick, sagst du ja in deinem Buch, passt das sehr wohl zusammen und ist eigentlich schon immer ein liberales Projekt gewesen. Ja. Vielleicht könntest du da noch mal kurz sagen, wo du genau diese Unterscheidungen siehst. Ja. Genau, also man debattiert und man streitet und polemisiert zurzeit ja viel über Identitätspolitik. Und auch da bleibt der Begriff eigentlich konstitutiv unscharf. Also man arbeitet viel mit Pappkameraden, mit Projektionen, mit Zuschreibungen. Und mir ging es wirklich darum zu tun, wirklich mal genau hinzuschauen, was ist es eigentlich. Und so kam ich zu diesen zwei Grundmodi, wenn man so will. Das eine ist Identitätspolitik, die sich für konkrete Realität interessiert. Also der Universalismus hat ein bisschen so diesen Kollateralschaden, dass er über alles so spricht, als wäre alles schon gleich, was empirisch noch nicht so ist. Und da kann Identitätspolitik
ein sehr wichtiges Korrektiv sein, mit dem man schaut, nein, wie sieht es denn on the ground aus? Wie geht es den bestimmten Gruppen? Und darauf aufbauend kann man dann Politik machen. Also das meine ich auch mit dem Analytischen. Das ist ein wunderbares Tool, um zu verstehen, wie die Realität beschaffen ist und schafft eigentlich die Bedingung der Möglichkeit für gelingende Politik, indem man eben nicht über die Verhältnisse so abstrakt hinwegredet. Die andere Identitätspolitik oder die andere Form von Identitätspolitik bedeutet, dass ich Leuten so ex cathedra eigentlich Identitäten zuschreibe. Also das heißt, ich schaue jemanden an und sage, aha, diese Hautfarbe, aha, dieses Geschlecht, diese Orientierung und so weiter. Also, ich frage die Leute eigentlich gar nicht mehr, wer seid ihr, wie seht ihr euch, wie lebt ihr, was macht ihr, sondern ich packe sie sozusagen fast auf eine übergriffige Art und Weise in Identitätskategorien hinein. Die können auf Hautfarbe basieren, auf Geschlecht basieren, auf was weiß ich immer. Und das ist etwas, das nenne ich preskriptiv, es schreibt anderen Identitäten vor. Ja. Und das wäre eine Form von Identitätspolitik, vor der ich warnen würde. Die finde ich schwierig, auch weil sie eigentlich genau das nicht macht, was Identitätspolitik eben sehr gut kann, nämlich konkrete empirische Realitäten anschauen. Dann gehen dann Leute plötzlich in so eine abstrakten Kategorie wie Frau, Mann, Weiß, Schwarz, westlich, nicht westlich auf, was von den Kategorien her viel zu grob ist, um sehr viele im Realitäten zu begreifen. Ich finde die Beobachtung sehr interessant und ich sehe das so ähnlich. Und ich glaube aber, diese Kategorisierung macht Angebote in verschiedene Richtungen. Ja. Also einerseits kann es ja interessant sein, für eine Person sich dann auch darüber zu definieren, also selbst zu definieren. Genau. Ne? Also also du hast ja beschrieben jetzt, wenn es von außen zugeschrieben wird, ist es vielleicht übergriffig und so eine Art, du hast es, glaube ich, in deinem Buch genannt, Last der Repräsentation. Plötzlich muss ich eine Gruppe repräsentieren und werde für eine Gruppe verantwortlich gemacht, mit der ich vielleicht gar nicht so viel zu tun habe, außer dass ich zufälligerweise das Geschlechtsmerkmal oder die Hautfarbe gemein habe. Sonst will ich damit denen vielleicht gar nichts zu tun haben, auf der einen Seite. Aber andererseits bietet es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, jetzt sehe ich mich als zum Beispiel jemand, der aufgrund des Geschlechts unterdrückt ist oder aufgrund der Hautfarbe. Also es geht in beide Richtungen. Genau. Es geht in die negative, aber auch in die, vielleicht könnte man sagen, Selbstbestimmung oder Selbstidentifikationsrichtung. Absolut, deswegen würde ich auch das gar nicht unter präskriptiv einordnen, sondern da geht es wirklich um eigentlich eine Selbstzuschreibung oder eine Selbstdefinition. Zum Beispiel Stuart Hall, der Kulturwissenschaftler, hat das in den 90er Jahren, schon in den 80er Jahren eigentlich sehr schön beschrieben, dass Schwarz zum Beispiel wurde zu einer Sammelbezeichnung für Leute, die sich selbst dann auch so beschrieben haben, die aufgrund ihres anderen Aussehens, ihrer Hautfarbe, ihrer dunkleren Hautfarbe Diskriminierung erfahren haben. Dass es innerhalb dieser Kategorie eine große Varianz gibt, eine große Vielfalt, hat Hall natürlich gesehen. Aber er hat gesagt, trotzdem war es wichtig, so ein gemeinsames Label zu haben, über das man dann auch quasi gemeinsam auftreten kann und lobbyieren kann für die entsprechenden Anliegen. In den 70er Jahren nannte das Combahee River Collective das strategischen Essentialismus. Also war sie natürlich dessen bewusst, dass Schwarz keine Essenz ist, dass es etwas Performatives ist, was durchaus auch wandelbar ist und je nach Kontext was anderes ist. Aber wir haben gesagt, wir müssen erstmal darauf auch verweisen, eben auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Also strategischer Essentialismus heißt, man eben entwickelt eben einen strategischen Umgang mit dieser angeblichen Essenz. Und das ist, gebe ich dir recht, durchaus was anderes, als wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich schreibe dir das jetzt vor, ich identifiziere dich als Schwarz. Ja. Auch Kategorien wie People of Color ist eine Selbstdefinition. Es ist nicht so, dass jemand außen steht und sagt, ich definiere dich jetzt als People of Color oder als Selbst. Person of Color. Genau. Selbstdefinition. Ich finde diesen Essenz, also ich werde auf jeden Fall nicht noch zu Essenzen fragen, weil ich das sehr spannend, also sowohl philosophisch als auch soziologisch interessant finde. Ich finde vielleicht noch eine Beobachtung auch interessant, das wird manchmal als Vorwurf gesehen und manchmal nicht, und zwar diese Beobachtung, dass sozusagen die ursprüngliche linke Idee war, man ist benachteiligt, vor allen Dingen sozioökonomisch, materiell benachteiligt, gehört zu einer Klasse, muss ein Klassenbewusstsein erstmal entwickeln. Und dann ist aber das Projekt, klassisch marxische Projekt gewesen, man will die Klasse verlassen. Also man will nicht in der Klasse verweilen, sondern man möchte aus der nachteiligen Position raus, zum Beispiel durch sozialen Aufstieg und ein Angebot, das dann
historisch gemacht wurde, war die vielleicht die sozialdemokratischen oder ja, sozialdemokratischen Länder, die gesagt haben, wir brauchen jetzt vielleicht nicht die Revolution, aber wir machen Bildungsangebote und Aufstiegschancen. Und das ist ja in vielen westlichen Ländern und mittlerweile auch in anderen Teilen der Welt auch realisiert, dass es so eine Art Bildungsaufstieg gibt. Jetzt kann man aber sagen, die Identitätspolitik, zumindest so wie sie oft praktiziert wird, vielleicht ist das dann schon diese ideologische Weise, die du kritisierst, die hat dieses Merkmal, dass man sagt, naja, ich bekomme einen bestimmten Status auch durch mein Identifikationsmerkmal, vielleicht sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Geschlecht. Und dann möchte ich es aber gar nicht unbedingt verlassen, weil es mich ja jetzt auch als Mitglied einer Gruppe vielleicht sogar in meiner Zugehörigkeit und auch in meiner, also wirklich Identität im Sinne von, was mir wichtig ist, in meiner Individualität bestimmt. Du hast da ein Beispiel, wo du Mito Sanyal zitierst. Das ist natürlich jetzt aus einem Roman, aber es ist sozusagen diese ähnliche Figur. Möchte man das dann nicht lieber behalten und ist das dann sozusagen nicht ein anderes Projekt? Also eher eine Art Verstärkung der Merkmale und dadurch vielleicht einen Statusgewinn, zumindest in einer bestimmten Gruppe, versus diesem anderen Projekt, wo man gesagt hat, nee, ich möchte eigentlich raus. Also ich möchte bloß weg aus dem, wo ich herkomme. Ja, ich glaube, da hat sich einiges verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. So, sag mal, ein bisschen grob formuliert, das postmoderne Projekt handelte davon, Identitätsvorstellungen oder starke Identitätsvorstellungen aufzulösen. Man wollte die Dinge eigentlich in Fluss bringen. Das Fluide, das Ephemere, das war also eine ganz wichtige Referenz, sei das bei Deleuze, sei das bei Michel Foucault, oder das Performative bei Judith Butler und Co. Und ich glaube, das hat sich tatsächlich durch Identitätspolitik dahingehend verändert, dass man heute tendenziell wieder auch starke, affirmative Identitäten bejaht, und zwar von verschiedener Seite. Aus einer progressiven Perspektive heraus zu sagen, hey, es gibt immer noch marginalisierte Identitäten und wir werden uns nicht verstecken, sondern ich werde mich in dieser meiner Identität erstmal stolz und selbstbewusst präsentieren. Pride Month beispielsweise, oder? Und dann gibt es eine andere Dimension, die eher was mit Ökonomie zu tun hat, vielleicht mit einem Kapitalismus, der auf einer Zielgruppenerweiterungsideologie basiert, wo man quasi unter kapitalistischen Gesichtspunkten daran interessiert ist, das Identitätssortiment zu pluralisieren, um neue Zielgruppen, Käufergruppen, neue Märkte zu schaffen. Und das finde ich, das sind zwei quasi große Strömungen unserer Zeit. Das sind die Abkehr vom postmodernen, rein fluiden, wolkigen, ephemeren im Bereich der progressiven Identitätspolitik, des Aktivismus, auch der Akademia, und auf der anderen Seite im postindustriellen Kapitalismus, der sagt, fantastisch, seid verschieden, positioniert euch in euren neuen Identitäten, wir basteln euch einen Markt darum, so können wir neue Produkte lancieren und so weiter und so fort. Und die bestehen natürlich nicht streng separat, sondern die überschneiden sich heute sehr stark. Ja. Ich schaue mit einer ganz bisschen anderen Perspektive da drauf, aber vielleicht konvergiert das mit dem, was du sagst. Mir scheint es manchmal so zu sein, dass es auch so eine Art Statuskampf gibt. Ich würde das so mit Bourdieu sehen. Es gibt verschiedene Level, auf denen man erfolgreich sein kann, sei das jetzt Aussehen, Einkommen, irgendwelche Leistungen. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch Moral, sozusagen ein moralisches Niveau. Es gibt Menschen, denen wir mehr moralische Integrität oder mehr moralisches Prestige zuschreiben als anderen. Und in einer Zeit, wo wir sehr sensibilisiert sind für Diskriminierung und Machtmissbrauch, kann man durch sozusagen Mitgliedschaft in einer vulnerablen Gruppe auch moralisches Kapital, sage ich jetzt mal etwas zugespitzt, gewinnen. Und da mache ich die Beobachtung, dass von den ganzen Ungleichheitsthemen, die wir so kennen, diejenigen besonders diskutiert werden, gerade die sehr sichtbar sind. Also Wenn ich wenig Informationen habe über eine Person, die Hautfarbe und das Geschlecht kann man sehr schnell und auch sehr sicher sehen. Sexuelle Orientierung manchmal auch, wird schon schwieriger. Klasse, eins der ganz großen Ungleichheitsthemen, man weiß auch aus der Forschung, bestimmt extrem stark die Lebensentfaltungsmöglichkeiten, ist
auch manchmal natürlich wissen wir aus der Sprache und dem Habitus und so weiter sichtbar, aber nicht so sichtbar. Ja. Und du hast sogar das Beispiel genetische Lotterie, darüber wird nicht so gern geredet in Geisteswissenschaften, aber das weiß man auch. Zu einem gewissen Teil sind unsere Fähigkeiten angeboren und wenn wir Glück haben, haben unsere Eltern uns eine Disposition für Intelligenz oder für Gewissenhaftigkeit oder Kreativität vererbt. Das wirkt sich auch auf den Lebenserfolg aus, aber das sieht man noch weniger, das kann man gar nicht sehen, wir machen ja keine Gentests. Und deshalb gibt es so eine Art Fokussierung, habe ich den Eindruck, auf das, was man sehr gut sieht, würde ich sagen, Race und Gender würde man im Englischen sagen, Klasse wird eher ein bisschen, sagen wir mal, nicht so deutlich gesehen, es wird schon diskutiert, aber es wird nicht so deutlich gesehen. Und die anderen Dinge, nehmen wir was wie psychische Erkrankungen, auch das ist kann ein starker Faktor sein, aber die sind auch unsichtbar oft, die einen vielleicht auch einschränken. Und also, das ist mir so ein bisschen der Eindruck, vielleicht entstehen da Schieflagen, weil es im Statuskampf halt nicht so sichtbar ist. Und weil ich da nicht so, wenn ich jetzt irgendwelche starken Depressionen habe, kann ich das nicht ständig sagen, um auch ernst genommen zu werden als jemand, der Nachteile hat. Während die Hautfarbe oder das Geschlecht eindeutiger zuordbar ist. Also ist das ein Faktor? Ist jetzt nicht so ein Zentralthema deines Buches, aber es ist nur so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich glaube, es hat sehr viel mit den Medienumwelten zu tun, in denen wir leben. Also Medien zielen natürlich darauf oder müssen darauf abzielen, bestimmte Dinge wirklich klar kommunizierbar zu machen, damit sie sich also schnell aufgegriffen werden können, damit sie auch entsprechend kommentiert werden, damit sie viral gehen. Und das erreichst du eben über Botschaften, die relativ schnell ziemlich klar lesbar sind. Ja. Also all das, was klar sichtbar gemacht werden kann. Das funktioniert gut. Es funktioniert gut in den Algorithmen der sozialen Netzwerke. Überall dort, wo es ein bisschen was ist, subtiler wird, wo es wo mehr Grauzonen im Spiel sind, wo es auch mit dem Visualisieren und Verbalisieren schwierig wird, eben, das sind dann so Aspekte, die funktionieren medientechnisch nicht so wahnsinnig gut. Insofern überrascht es vielleicht nicht, dass auch gerade viele reaktionäre Medien sehr stark auf diese identitätspolitischen Themen anspringen und sich gerade auf die Diskussion über Race und Co. stürzen, einfach weil sie da auch in so einem Bereich der vermeintlichen Klarheit, der Verbalisierbarkeit und Kommunizierbarkeit unterwegs sind. Ich habe das Gefühl ansonsten, dass es sich gerade ändert. Also die Klassenfrage ist präsenter geworden. Ja, das stimmt, als in den letzten Jahren. Vor ein paar Jahren, auch weil Leute dafür lobbyiert haben. Ja. Natürlich, es kam nicht von selbst, ist wieder stärker geworden. Und was auch, glaube ich, langsam stärker wird und zum Glück stärker wird, ist, dass man ein Sensorium für so Binnenunterschiede entwickelt. Aus Amerika gibt es einen starken Schwarz-Weiß-Diskurs, verständlich vor dem Hintergrund der amerikanischen Geschichte, oder? Sklavenhaltergesellschaft, Sklaven. Das ist ein Riesenthema in den USA. In Europa sieht es einfach ein bisschen anders aus. Sobald man nach Osteuropa zum Beispiel schaut, kann man nicht mehr so einfach in so Schwarz-Weiß-Kategorien argumentieren. Dann wurden eben Polen von Deutschen kolonialisiert. Und auch das ist etwas, was in den Medien nicht so gut repräsentierbar ist. Ja? Du hast sozusagen zwei Gruppen, die sehen ziemlich gleich aus, die sehen ziemlich ähnlich aus. Ja? Ja. Und trotzdem hast du Kolonialisierung und trotzdem hast du Rassismus und trotzdem hast du Suprematismus gegenüber einer anderen Kultur oder einer also angeblichen Rasse, wie es früher hieß. Und das, glaube ich, langsam ändert sich das ein bisschen, dass man gerade im Blick auf Osteuropa jetzt sieht, Moment mal, ganz so einfach schwarz-weiß, binär strukturiert, können diese Diskurse nicht mehr geführt werden. Ja, also es gibt diesen Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der, sagen wir mal, Sozialwissenschaft. Und da ist es interessant, dass es oft viel komplexer ist. Also manchmal wird das jetzt ja genannt antislawischer Rassismus. Ja. Aber Menschenfeindlichkeit ist, muss man vielleicht so hart sagen, also so tief eingegraben in der Natur, dass man auf fast alles anspringen kann. Also die Hautfarbe eignet sich gut für Menschenfeinde, weil die so schnell erkennbar ist. Aber Menschenfeinde werten auch Arbeitslose ab, Obdachlose, Menschen mit Behinderung. Antisemitismus ist ein großes Thema. Und meistens sind die Merkmale auch korreliert. Also es ist selten so, dass einer nur eine Minderheit abwertet, sondern wenn einer ohnehin schon diese Disposition hat.
Und das wird dann vielleicht auch, habe ich auch den Eindruck, leicht vergessen, dass man, wenn man sich die 90er Jahre anguckt, es gab viele Übergriffe auf Spätaussiedlerheime, hier in Berlin auch, in Bernau zum Beispiel. Ja. Also es gab harte Formen von Fremdenfeindlichkeit, man könnte das vielleicht sogar Rassismus nennen, aber es war nicht rubrifiziert sozusagen unter Rassismus. Und vielleicht noch extremer, es gab auch Fälle von rechten Schlägertrupps, die Homosexuelle oder Behinderte angegriffen haben. Und das wurde lange Zeit in der Polizei gar nicht geführt als rechte Straftat in Deutschland, weil es nicht kategorisiert wurde als Rassismus und nicht gesehen wurde, dass das einfach nur eine andere Variante dieser Menschenfeindlichkeit war. Das wäre vielleicht auch wieder so eine Art Sichtbarkeit. Es war einfach nur eine andere Kategorisierung. Genau. Und dann offenbar ist es in der Statistik der Polizei dann nicht so aufgetaucht. Ja, eben. Und also da muss man, glaube ich, einfach noch viel präziser werden. Und da finde ich Identitätspolitik eigentlich toll, weil sie ja die Instrumente dafür liefert, genau hinzuschauen. Da wäre mein Plädoyer eben aufpassen mit diesen Denkschubladen, die man da so aufgebaut hat in den letzten Jahren. Die sind oft sehr viel zu grob. Also zum Beispiel Global South versus Global North. Der globale Süden, der globale Norden, die einen mächtig, die anderen machtlos. Eben, also meine Erfahrung ist sehr stark osteuropäisch geprägt. Ich bin seit über 20 Jahren in Polen unterwegs. Ich arbeite in der Republik Moldau. Ich mache Kooperationen mit Gegenden wie Abchasien, Teil Georgiens, der sich abgespalten hat in den 90er Jahren. Also das sind alles so Erfahrungen, die mich eigentlich gelehrt haben, dass unsere Schubladen wirklich einfach zu klein sind für die Realität. Und das ist auch so, würde ich auch Intersektionalität verstehen. Also Intersektionalitätstheorie plädiert eigentlich auch dafür, sich Überschneidungen, Überlappungen in den Blick zu nehmen, anstatt eben über quasi Schwarze und Weiße zu diskutieren. Ja. Kimberly Crenshaw, die diese Theorie in den 80er Jahren eigentlich mitbegründet hat, sagt, hey, schaut mal genau hin, innerhalb der Gruppe der Schwarzen gibt es riesige Unterschiede zwischen Männern der schwarzen Mittelklasse und Frauen der schwarzen Arbeiterklasse beispielsweise. Ja. Was interessant ist bei Crenshaw ist, dass sie ja auch sogar zwei Intersektionalitätsbegriffe entwickelt hat und wir heute den zweiten, der aber später kam, also die Verstärkung oder Overlapping wird das manchmal genannt, also man wird mehrfach diskriminiert, vielleicht aufgrund des Frauseins und aufgrund des Schwarzseins, aber ihr ursprünglicher, sie ist ja Juristin, also Juraprofessorin, ihr ursprüngliches Anliegen war ja, dass es sogar den Fall geben kann, wo das Gesetz damals blind war, dass in einem Unternehmen, General Motors in dem Fall, wenn man sich die Statistik anguckt, die Frauen nicht benachteiligt sind, die Schwarzen nicht benachteiligt sind, aber nur wenn beide Merkmale zusammenkommen, schwarze Frau, und das ist dieser Compound Case, der nicht overlapping ist, weil man, wenn man es overlap macht, immer noch keine Diskriminierung rauskommt, nur wenn man das zusammennimmt, nämlich die schwarzen Frauen waren weder Ingenieure oder konnten nicht an dem Fließband sozusagen arbeiten, noch durften sie Sekretärinnen sein. Und dafür wurde dann vielleicht erst der Begriff geschaffen, der vorher gar nicht da war. Ja, und den Gedanken und die Beobachtung, die kann man natürlich fortführen, das kannst du auch in der Kategorie weiß dann machen. Ja, also man sagt, weiß ist immer ein Vorteil. Naja, man muss genau hinschauen. Sobald ich jetzt meinen Blick ein bisschen weiter wegkomme von den White Anglo-Saxon Protestants in den USA, dann spreche ich eben auch über, ich weiß nicht was, rumänische Arbeiter in einem Tönnies-Schlachtbetrieb, die vielleicht nicht so wahnsinnig privilegiert sind, die in den USA als weiß wahrgenommen werden würden, aber in Europa semi-orientalisiert werden. Ja. Und das interessiert mich, also dieses Granulare der Realität, wo ich wirklich 2, 3, 4, 5 Mal hinschauen muss, um wirklich vertieftes Verständnis davon zu entwickeln. Und das ist eine Gefahr von Identitätspolitik, wenn sie mit zu groben Kategorien und mit so dann letzten Endes doch wieder binär strukturierten Kategorien, wie zum Beispiel eben Black and White, operiert. Obwohl man sagen muss, Crenshaw das auch ein bisschen mit ihrer, sagen wir mal, Erfolgspyramide oder Hierarchisierung auch ein bisschen macht. Also es ist nicht immer quantitativ, sondern es wird schon gesagt, ne, Männer sind privilegiert gegenüber Frauen, Weiße gegenüber Schwarzen.
Im statistischen Mittel mag das sogar stimmen, das kann man dann rausfinden. Sobald man sich Untergruppen anschaut, ist das nicht so. Also ein interessantes Gegenbeispiel gegen die Intersektionalitätstheorie ist, wenn weiße Männer und schwarze Frauen aus der Einkommensunterschicht kommen in Amerika, sind die Erfolgsaussichten für schwarze Frauen viel besser als für weiße Männer. Also sie haben mehr beruflichen Erfolg. Man kann sich jetzt dann anschauen, was da die Faktoren sind. Ja. Aber nach der Theorie müsste es eigentlich so sein, dass es besonders prekär ist. Es sind dann aber doch nochmal andere Beobachtungen oder auch, was du gesagt hast als Beispiel, es gibt Regionen dieser Appalachian Mountains, also eine der ärmsten Regionen so eher an der Ostküste, aber so ein bisschen im Landesinneren, strukturell schwächste Regionen, sind fast nur weiße Männer oder fast nur weiße, vielleicht auch so ein leichter Männerüberschuss, aber das ist eine der ärmsten und erfolglosesten Regionen überhaupt. Und den Menschen bringt da ihr Weißsein jetzt gar nicht so viel, weil sie einfach überhaupt keine Berufs- und irgendwelche Chancen haben. Und da wäre eben wünschenswert, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielt, weil das machen die Trumpisten in den USA dann natürlich. Die sagen, ja, aber schaut her, den Weißen geht es doch eigentlich auch wahnsinnig schlecht. Dann zeigen sie auf ihr Grüpplein und blenden alles andere aus. Und die anderen verweisen auf ihr Grüpplein. Und das ist Identity Politics gone wrong. Ja. Also mein Anliegen oder mein Ziel wäre immer, das eine eben nicht gegen das andere auszuspielen, weil das ist dieses gefährliche Spiel, das heute von Reaktionären gespielt wird, oder? Also die AfD auch mit dem Flaschensammeln, ne? Die Rentnerin sammelt Flaschen und die Flüchtlinge kriegen eine Waschmaschine oder so. Ne? Genau. Und da muss man wegkommen von, weil das ist Kulturkampf, das ist gefährlich. Natürlich interessiert sich die AfD einen Scheiß für Flaschensammler. Das ist überhaupt keine, ich sag mal, ist keine Sozialstaatspartei. Wenn man sich das Parteiprogramm anschaut, okay, dann heißt es ein bisschen die Ausländer raus, ganz klassisch, dann bleibt mehr für die Deutschen. Aber ansonsten ist es ein ziemlich wirtschaftsliberales, also sind sie auch gestartet, sozialdarwinistisches Parteiprogramm. Und die Klientel der Partei, ich meine, mögen zwar Arbeiter sein, also die AfD und die Linke haben den meisten größten Arbeiteranteil. Ja. Aber wenn man sich die Parteikader anschaut, naja, die meisten sind halt doch irgendwelche Akademiker, Juristen, Unternehmer und so weiter. Ja. Also insofern, das war das Anliegen eigentlich von meinem Buch, mich rauszubegeben aus diesen Kulturkämpfen, aus dieser Logik des Instrumentalisierens und des Gegeneinander Ausspielens. Und ich mache etwas, was ich schon in den 90ern von Ice-T, also vom Rapper Ice-T gelernt habe, der in einem wirklich fantastischen Song von, glaube ich, 2017 war es, eigentlich wirklich gute Intersektionalitätstheorie betreibt. Der Song heißt No Lives Matter und da macht er eigentlich genau das, was amerikanische Präsidenten damals hätten tun sollen. Er sagt, hey, White Trash und ausgegrenzte Afroamerikaner haben eigentlich viel miteinander gemeinsam. Die bekommen beide in die Fresse, die werden beide diskriminiert auf eine Art und Weise. Also da gibt es Gemeinsamkeiten. Und das ist etwas, was auch Mithu Sanyal, finde ich, sehr gut kann. Als Feministin, als Aktivistin, ihr gelingt es auch, so Gruppen ein bisschen zusammenzubringen, gemeinsame Interessen zu artikulieren, statt nur die Gruppen sozusagen auseinander zu dividieren und sie dann so einem Identitätskampf zu überlassen. Es gibt manchmal den Vorwurf des Opferkampfes oder der Opferolympiade, aber das ist, ich finde es gar nicht so absurd, dass der Vorwurf kommt, weil es natürlich am Ende in der Politik auch um begrenzte Ressourcen geht. Sicher. Also es geht um begrenzte Aufmerksamkeit. Wenn eine Gruppe ein Podium bekommt, kann in der Zeit die andere Gruppe dort nicht sitzen. Wenn eine Gruppe Geld bekommt, kann die andere kein Geld oder Nachteile. Also es ist natürlich auch immer ein Kampf um begrenzte Ressourcen. Deshalb ist Lobbyarbeit, wenn man jetzt sozusagen Aktivismus als Lobbyarbeit sieht, auch dieser Aufmerksamkeitskampf. Also wenn man dann so ökumenisch sagt, wir sollten alle unterstützen, das ist ein bisschen naiv, weil auch das Geld ist begrenzt. Also und dann ist es verständlich, dass jemand sagt, naja, meine Gruppe ist jetzt aber benachteiligt worden. Ihr redet die ganze Zeit über, was weiß ich, Baltimore, aber ich wohne in einer Gebirgsregion, wo es auch keine Jobs gibt. Warum bin ich jetzt nicht wichtig? Also es ist jetzt nicht absurd,
oder? Nee, ist nicht absurd. Die Frage ist immer, wie führt man diese Debatten dann? Also ich bin zum Beispiel vorsichtig mit so einem Begriff wie Opferkonkurrenz oder es gibt den Begriff der Opferolympiade. Ja, ich habe das in Anführungsstrichen zitiert. Ich weiß nicht, also ich habe dich gar nicht so verstanden, sondern nur, weil das natürlich auch schnell zum Kampfbegriff werden kann. Gleichzeitig stimme ich zu, es gibt natürlich Gruppen, die sprechen andere primär als Opfer an und sind bestrebt, was andere auch in ihrer Opferhaftigkeit erstmal zu adressieren. Ja. Was überhaupt nicht falsch ist, nur, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Studierenden bei mir, wo ich gesagt habe, hey, ja, das sind amerikanische Diskurse, die hier führt. Schaut doch mal nach Osteuropa, dann sieht es ein bisschen anders aus. Und sie gesagt haben, stimmt, die waren und sind ja auch Opfer. Und sage ich, ja, aber es ist schwierig, die jetzt nur als Opfer wahrzunehmen. Versucht euch doch mal einfach erstmal zu interessieren für polnische Kultur, für die Geschichte Rumäniens. Also geht nicht gleich mit dem Opferbegriff ran, weil dadurch reduziert ihr die Leute natürlich wieder auf einen bestimmten Status. Und die möchten vielleicht gar nicht erstmal so wahrgenommen werden, sondern erstmal quasi ganz normal auf gleicher Augenhöhe. Und da muss man, glaube ich, tatsächlich aufpassen, weil das ist doch eine Form auch von Hierarchismus, wenn ich andere Gruppen primär als Opfer wahrnehme erstmal, statt mich wirklich offen und vielfältig für sie zu interessieren, dann reproduziere ich doch auch so einen Hierarchismus damit. So ein benevolenter Hierarchismus. Ja, genau. Es ist gut gemeint, aber am Ende ist es dann doch auch wieder eine Form von Überlegenheitsgefühl und Paternalismus und erstmal den anderen gar nicht fragen, ob er sich als Opfer sieht. Also viele Leute würden sich vielleicht auch gar nicht als Opfer beschreiben. Also sagen, mir geht's schlecht, aber ich möchte da vielleicht auch raus, ich möchte aufsteigen, ich möchte durch harte Arbeit mehr Erfolg haben. Aber die Selbstzuschreibung Opfer ist gar nicht unbedingt, also so, das sage ich jetzt einfach so ohne empirische Evidenz, aber mir scheint, dass das gar nicht so viele von sich unbedingt so sagen würden. Ja, absolut. Ja. Du hast auch den Begriff Privileg untersucht. Man kann ja so ein bisschen sagen, Diskriminierung ist ein großes Thema. Mhm. Wann wird jemand aufgrund eines arbiträren Merkmals, sagen wir mal Hautfarbe, Alter, Religion und so weiter, Geschlecht, ungleich behandelt ohne Grund? Das ist so die Definition, die es gibt von Diskriminierung. Der Gegenbegriff wird manchmal, da wird Privileg manchmal eingesetzt, dass man sagt, naja, wenn eine Person diskriminiert ist, hat die andere vielleicht einen Vorteil davon. Aber du bist auch kritisch, weil man könnte vielleicht sagen, der Privilegbegriff so eine Art Inflation jetzt erlebt hat. Also es gibt unglaublich viele Privilegien, man weiß gar nicht mehr so genau, was heißt eigentlich ein Privileg zu haben. Ja, es gibt so eine Art etwas arbiträre Begriffs- oder Konzeptausdehnung, wo wirklich also alles zum Privileg werden kann, in einem bestimmten Jahr, in einem bestimmten Ort geboren worden zu sein, kann als Privileg gedeutet werden, gesund zu sein, kann als Privileg gedeutet werden. Und da wäre ich vorsichtig, weil diese Form von Begriffserweiterung schwächt natürlich den Kampf gegen ungerechte Privilegien, die es immer noch gibt. Und das heißt wirklich kodifizierte, auch rechtlich zementierte, ungerechte Behandlungen. In dem Moment, wo ich sage, hey, du hast einen Garten und bei Corona konnten deine Kinder dort spielen und das ist ein Privileg, habe ich den Begriff eigentlich so entgrenzt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo ich eigentlich anfangen soll in meinem Streben nach Gerechtigkeit. Und Privileg ist nun mal ein Begriff, der hat eine juristische Tradition. Also es beschreibt eigentlich ein Sonderrecht, ein Vorrecht, das jemandem von einer mächtigeren Instanz gewährt worden ist. Und moderne liberaldemokratische Gesellschaften haben doch recht viele von diesen alten Privilegien de facto abgeschafft. Das heißt, wenn ich jetzt weiterhin von Privilegien spreche, insinuiere ich so ein bisschen, als hätte sich da nichts getan. Ich glaube, dass vieles von dem, was man heute bekämpfen muss, woran man arbeiten muss, eben nichts mit Privilegien in dem traditionellen Sinne zu tun hat, sondern eigentlich mit einer inkonsequenten Anwendung oder Umsetzung von eigentlich recht guten Rechtsgrundlagen, die wir mittlerweile erreicht haben. Und da finde ich den Begriff Privileg einfach nicht zwingend und ich finde ihn auch irreführend, weil auch allein von der Etymologie ist quasi eben das Vorrecht, das Sonderrecht. Ja. Und wenn man zum Beispiel sagt, gerecht behandelt zu werden, ist ein Vorrecht, dann müsste man eigentlich den Rechtsstaat in Vorrechtsstaat umbenennen. Ja.
Und das ergibt dann irgendwo keinen Sinn mehr. Kann sein, dass es auch was mit moralischer Vorwerfbarkeit zu tun hat. Also ich habe die Beobachtung gemacht, dass man, wenn man ein moralisches Fehlverhalten sanktionieren will, also jemand hat etwas falsch gemacht, dann fällt die Sanktion oder die Strafe oder die Kritik ja umso härter aus, je größer der Schaden ist. Und diese ganze Idee, dass irgendjemand davon profitiert. Also normalerweise könnte ich ja sagen, wenn jemand diskriminiert wird, ist das schlimm genug, weil es verstößt gegen das Grundgesetz und gegen die Menschenrechte und so weiter. Aber wenn jemand dazu noch davon profitiert, also nicht nur die Person geht es schlecht, sondern jemand hat da vielleicht irgendeinen finanziellen Vorteil oder so davon, dann ist es halt umso moralisch schlimmer, sodass wir geneigt sind, immer, um den Vorwurf noch substanzieller zu machen, immer gleich nach den Privilegien schauen. Ich habe das etwas Ähnliches beobachtet bei der Kolonialismuskritik. Man kann ja sagen, der Kolonialismus war eine Phase der europäischen Expansionsgeschichte, wo große Gräueltaten verrichtet wurden. Das würde für den moralischen Vorwurf eigentlich ausreichen. Das heißt ausreichend. Der moralische Vorwurf ist, man kann ihn dann nicht noch viel schwerer machen. Aber oft wird dann noch argumentiert, das wirkt bis heute nach, obwohl diese Nachwirkungen teilweise schwer kausal nachweisbar sind. Also 100 Jahre später haben wir einen Zustand, was ist davon jetzt Nachwirkung der Kolonialgeschichte und was ist nicht Nachwirkung. Also die ganzen guten Sachen sind nicht die Nachwirkung, die schlechten sind es. Aber es scheint auch der Wunsch zu sein, diesen moralischen Vorwurf, so wasserdicht zu machen. Also wenn ich wirklich zeigen kann, dass bis heute jemand profitiert von etwas Schlimmem, was vor 100 Jahren passiert ist, dann ist es noch schlimmer als schon für sich genommen. Ja. Und das scheint mir dieses Privileg profitieren, denken mit sich zu... Also ich weiß nicht, ob das ist ein bisschen spekulativ, ich habe jetzt keine richtigen Belege, aber es scheint mir oft so im moralischen Diskurs so ein Phänomen zu sein. Ich würde in diesen Zusammenhängen wirklich für investigative Recherchen und für wirklich saubere empirische Studien plädieren. Wenn ich jetzt so abstrakt, wie du es gerade formuliert hast, sage, das wirkt bis heute nach, dann kann ich fast alles drunter subsumieren und wann immer mir das opportun erscheint, sagen, okay, das ist jetzt eine Nachwirkung beispielsweise des Kolonialismus. Das verschleiert wiederum ein bisschen diese konkreten Nachwirkungen, also zum Beispiel konkrete Vermögen, die aus kolonialistischer Expropriation gezogen wurden, sind damit tendenziell auf quasi dem gleichen Level wie irgendwie so eine diffuse... Das Logo von einer Kaffeefirma. Ja, ich weiß nicht was, genau. Ja. Und da würde ich tatsächlich dafür plädieren, eher meine Energien auf so konkrete Recherchen zu richten und zu sagen, guck mal, gibt es da Firmen, gibt es da Familien, gibt es da Personen, die in einem wirklich sehr konkreten, ursächlichen Zusammenhang Vorteile aus kolonialer Ausbeutung gezogen haben und sich bis heute nicht dazu bekannt haben, das nicht aufgearbeitet haben, nicht kompensiert haben. Ja. Das ist viel mehr wert als diese großen, abstrakten Generaldiagnosen, die letzten Endes und quasi sich selbst sabotieren, weil sie Verantwortungsdiffusion begünstigen. Da kann man sagen, das ist ein koloniales Paradigma, in dem alle drin stecken. Aber dann wird es wirklich so groß und wolkig, dass die konkreten und realen Profiteure sagen so, wunderbar, oder? Ich bin Teil eines Systems gewesen. Das ist das System und die Struktur. Ja, sehr interessant. Du hattest die sozialen Medien schon kurz mal angesprochen und dein ganzes Buch ist ja eine Art Aufruf zu mehr Differenzierung, die Komplexität zu sehen. Jetzt wissen wir alle, soziale Medien funktionieren nicht nach dem Prinzip. Das ist einfach eine offene Frage, aber gibt es da überhaupt Möglichkeiten gegenzusteuern? Ich mache die Beobachtung, dass sozusagen moralische Selbstdarstellung einfach sehr verlockend ist. Man kann sich sehr gut moralisch selbst darstellen, indem man andere Leute kritisiert. Man sagt nicht von sich, ich bin ein guter Mensch, sondern man macht das indirekt. Man sagt ernsthaft, du hast das und das getan und gesagt. So funktioniert ein großer Teil der Aufmerksamkeitsökonomie von Twitter, Facebook auch sicherlich teilweise. Ich frage mich sozusagen, ist das sozusagen ein schönes Ansinnen, was du hast, was man aber nicht umsetzen kann? Oder kann man da auch ein bisschen gegensteuern? Oder wird es immer so sein, dass die Vereinfacher einfach gewinnen, dass das Labeln und dass das Vordergründige immer schneller und besser funktioniert? Oder gibt es vielleicht sogar eine Art Erziehung oder Anleitung zum differenzierter
sehen? Ist das eine große Bildungsaufgabe? Das ist jetzt eine große Frage, aber keiner hat eine richtige Antwort drauf, ich auch nicht. Aber es ist irgendwie schon interessant, ja, dass das so auseinandergeht. Also, zunächst mal mit dem Differenzieren. Ich muss ja vielleicht noch hinzufügen, dass Differenzieren zum Teil auch missbraucht wird, um sich so ein bisschen aus der Verantwortung zu ziehen. Es gibt dann diejenigen, die jetzt mit Blick auf den Ukraine-Krieg kommen, sagen, ja, ja, also da muss man jetzt differenzieren, das ist ja nicht nur schwarz und weiß. Wo ich sage, hey, come on, also es ist ein Angriffskrieg. Wenn es irgendetwas gibt, was schwarz und weiß ist, dann ist es ein anderes Land zu überrennen. Wenn du da jetzt Differenzierung und Grauzonen auspackst, dann ist das ein Entlastungs-, ein Selbstentlastungs-, ein Vernebelungsdiskurs. Also das muss ich immer betonen, diese Form von Differenzierung, die meine ich nicht, sondern mir geht es wirklich darum, die Realität so zu verstehen, dass ich adäquat auf sie einwirken kann im Sinne von Gerechtigkeit. Also diese Arbeit zu machen, etwas wirklich möglichst zu durchdringen, um ja, das Problem so zu lösen, dass es vielleicht dann am Ende auch wirklich gelöst, zumindest teilweise gelöst werden kann, statt an so Scheinproblemen rumzudoktern, die einfach noch gar nicht wirklich verstanden sind. Und da sind die sozialen Netzwerke also Segen und Fluch zugleich. Ich halte die Filterblasentheorie für falsch. Ja, ich auch. Also die Art und Weise, wie ich zum Beispiel Twitter nutze, ist so, dass ich absolut aus meinen Filterblasen rausgekommen bin dadurch und mich mit, ich weiß nicht was, mit Bauern vom Bodensee über Glyphosat austausche. Ich habe keine Ahnung von dem Thema. Ja. Ich lerne etwas von denen, sie vielleicht hoffentlich etwas von mir. Also da, glaube ich, sind die sozialen Netzwerke eigentlich ein ziemlich gutes Medium, wenn man sie richtig nutzt. Das ist auch empirisch, kurze Sache, ist auch empirisch gut belegt. Ja. Also Leute lesen mehr Zeitungen aus verschiedenen. Es gibt eine kleine Gruppe, die ist wirklich so eine Echokammer. Etwas stärker am rechten Rand, aber die meisten Menschen lesen plötzlich Taz, Welt, NZZ, Spiegelartikel und auch mal FAZ, also haben das viel mehr erweitert. Früher hatte man eine Zeitung im Abo und hat sich nur mit Leuten aus dem engsten Bekanntenkreis unterhalten. Also das denke ich auch, das ist eine Fehldiagnose, zumindest in Deutschland. Es mag sein, in anderen Ländern, die polarisierter sind, USA, kann das extremer sein. Aber in Deutschland ist es empirisch einfach nicht der Fall. Und also wie dann gelesen wird und wie dann diskutiert wird, das ist dann wieder was anderes. Also ich finde, die Grundlagen sind eigentlich besser geworden. Wir haben viel breiteren Zugriff auf Informationen, Meinungen, Thesen, Temperamente, alles, was zum Diskurs dazugehört. Aber es gibt wiederum Faktoren, die sich nachteilig auswirken, zum Beispiel also dieses schnelle Lesen, sich nur noch auf dann wiederum die Headlines und die Leads zu beziehen, die Redaktionen ja künstlich also anschärfen und polarisieren, damit sich das Internet drüber aufregt und alle sich die Finger im Wund tippen. Das ist so Collateral Damage, was sehr schade ist, müsste eigentlich tatsächlich nicht so sein. Ich sehe da tendenziell schwarz, also ich gehe erstmal aus von so einer Hoffnungslosigkeit, es wird sich nie etwas ändern, der Mensch ist schlecht und verderbt. Es wird sich immer ein bisschen mehr das Vereinfachte und Vereinfachende und Polemische und so weiter durchsetzen. Aber gleichzeitig bin ich überzeugt, so Sisyphus ist ein glücklicher Mensch. Also es lohnt sich genau, an diesen unlösbaren Problemen zu arbeiten. Also nicht so eschatologisch, ich arbeite nur dort, wo ich Hoffnung habe. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich kann das Problem in 2 Jahren lösen, dann bleibe ich dran. Nein, ich glaube, wir müssen an den unlösbaren Problemen arbeiten, wo wir wirklich auch in unserer Lebenszeit keine Perspektive haben, zum Ende zu kommen. Andere müssen dann weitermachen. Aber den Stein dann sozusagen ein bisschen anders den Berg hochrollen, auch wenn er weiterrollen muss. Ja, und es ist ja auch Training. Also dieses Stein, den Berg hochrollen, das stärkt ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Das ist vielleicht die Parallele zum Bodybuilding und zum Kraftsport. Ja. Also Kraftsport ist eigentlich so Sisyphusarbeit. Jeden Tag in dieses verfluchte Gym zu gehen, diese sinnlosen Routinen zu absolvieren. Auf eine Art und Weise wächst man trotzdem daran. Es gibt vielleicht noch eine Parallele. Du hast ja vorhin diesen Essentialismus angesprochen. Ja. Und also das Combahee River Collective und auch Spivak haben diesen strategischen Essentialismus ins Spiel gebracht. Wie bündel ich verschiedene Interessen erstmal unter einem Schlagwort, um überhaupt aktivistisch, politisch handlungsfähig zu sein, das muss man einfach haben. Man muss da verkürzen, man muss zuspitzen, das funktioniert gar nicht anders. Ja. Gleichzeitig beschreibst du ja auch in ganz vielen Varianten, wie sich das dann verhärtet und zum echten Essentialismus geworden ist. Das ist eine total skurrile Entwicklung für mich. Ich
komme so aus der analytischen Philosophie. Mhm. Ich habe mich mein Leben lang mit Leuten aus der, sagen wir mal, postmodernen Kultur- und Geisteswissenschaft gestritten. Und es ging immer, wie du das beschrieben hast, ich habe das immer als aufklärerisches, also ich war nicht der Meinung der Leute, aber ich habe das immer als aufklärerisches Projekt gesehen, Grenzen auflösen, das Absolute in Frage stellen, Essentialismen in Frage stellen, klar zu machen, dass Begriffe vage sind, unscharfe Grenzen haben, dass sie mehrdeutig sind. Also das ist so eine Art Selbstreflexion, vor allem auch des Sprachgebrauchs. Ja. Das war das große Anliegen. Ja. Und vor allen Dingen die politischen Folgen. Ne? Also Männer und Frauen sind von Natur aus verschieden. Also diese falschen Fehlschlüsse, das alles aufzubrechen. Ja. Und jetzt gibt es aus der gleichen Bereich, aus den Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften, eine Bewegung, die das Gegenteil macht, die das gemacht hat, was früher immer nur die Bösen sozusagen gemacht haben, die Rechten, nämlich diese Neuessentialisierung, die aber oft, habe ich den Eindruck, gar nicht mehr strategisch ist, sondern plötzlich echt genommen wird. Also als seien jetzt wirklich Schwarze und Weiße anders oder als sei es, gäbe es sozusagen, selbst wenn man sagt, Frau ist jetzt eine Gender-Kategorie sozial gesehen und nicht biologisch gesehen vielleicht viel früher, selbst da gibt es plötzlich Zuschreibungsmuster, die verhärtet sind und diese ganze Idee Queerness unterlaufen, fluide Grenzen und so, scheint plötzlich weg zu sein, obwohl das doch eigentlich mal ein progressives Projekt war, also die, sozusagen die Mauern einzureißen. Jetzt werden sie wieder hochgezogen. Ja, das ist bis zum gewissen Grad tatsächlich der Fall. Meine, die Argumentation ist ja, dass diese Gruppen, die diesen mal Essentialismus oder strategischen Essentialismus betreiben, in der Machthierarchie weiter unten angesiedelt sind und deswegen diesen Essentialismus erstmal brauchen, um quasi aufs gleiche Level zu kommen. Also die Leiter von Wittgenstein, man wegwirft, wenn man hochgestiegen ist. Ja. Und die Frage ist natürlich, kannst du die Leiter dann so einfach wegwerfen? Oder nimmst du sie immer mit? Oder nimmst du sie immer mit? Also ich habe das mal an anderer Stelle so formuliert, wenn du strategischen Essentialismus über eine längere Zeit performst, dann wird das irgendwann habitueller Essentialismus. Es ist fast unweigerlich. Du spielst nicht einfach eine Rolle 10, 20, 30 Jahre, immer quasi im Wissen und der Gewissheit, das ist jetzt nur vorläufig und das ist nur Strategie. Wenn ich etwas lange tue, dann werde ich das auch. Ja. Und das ist nicht auf der intentionalen Ebene. Es ist nicht so, dass die Leute das jetzt so wollen oder dass das ein böser Wille ist. Es ist einfach das, was passiert, wenn ich das über längere Zeiträume mache. Es ist ein bisschen wie, wenn ich den Fernsehkommissar spiele, 10, 20, 30 Jahre. Irgendwann bin ich dieser Fernsehkommissar. Ja. Ja, da gehe ich nicht mehr nach Hause und sage, so, jetzt ist die Rolle weg, ist was ganz anderes. Und deswegen muss man, glaube ich, mehr auch über die Wie-Ebene sprechen. Also man kann nicht einfach sagen, das ist ein reines Tool, ein reines Werkzeug und eben das legen wir wieder ab, wenn wir es nicht mehr brauchen, sondern das Medium ist ja auch eine Botschaft. Das Medium, die Methoden, die Techniken, die verwenden, die haben wir eine eigene Inhaltlichkeit und die haben auch ein Eigenleben. Also die Akteur-Netzwerk-Theorie und so weiter ist doch durchaus eine wichtige Theorie, um zu verstehen, dass es nicht einfach wir sind, die den Dingen die Bedeutung geben, sondern dass die auch eine Bedeutung haben, die so ein bisschen auf uns übergeht. Und deswegen können wir nicht einfach etwas nutzen wie souveräne Meister und dann irgendwann sagen, so, jetzt haben wir unser Ziel erreicht, weg damit, wir sind jetzt wieder irgendwie anders oder benutzen jetzt andere Tools. So einfach ist das einfach nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen und das zu kritisieren. Das ist keine ablehnende Kritik gegenüber progressiven Anliegen, sondern es ist wirklich basale, es ist auch Medienkritik. Ja? Also the medium is the message. Und da muss man aufpassen. Und jede Methode, die du prägst, wird irgendwann auch von deinen Gegnern übernommen werden. Hm. Das ist ja das. Wenn du Essentialismus verwendest, okay, aber sei dir bewusst, andere werden es dir nachtun. Hm. Ja? Das ist das, was Ijoma Mangold von der Zeit immer betont hat, auch mit den Identitäten. Absolut nachvollziehbar, dass du deine Identität quasi versuchst sozusagen zu stärken und öffentlich zu machen und über die Identität argumentierst. Ja, es ist gut, richtig, auch unausweichlich. Aber andere werden sich dadurch ermuntert fühlen, das auch zu tun. Und das wird dann auch die Mehrheitsgesellschaft sein, das werden Reaktionäre sein. Darüber hat man schlicht und ergreifend keine Kontrolle. Und das muss man zumindest mitbedenken bei allem, was man tut. Wenn man das macht, ist schon viel gewonnen. Viele von diesen Debatten
die ich dann, wenn ich die von außen mir anschaue, denke ich, ich könnte das immer lösen, den Streit, wenn also ihr könntet euren Streit lösen, wenn ihr statistisch reden würdet. Das ist immer so mein Eindruck. Also wenn Leute sagen, Männer und Frauen sind so, dann kommt einer, aber das ist jetzt essentialistisch, könnte man, wenn man immer sagen würde, es ist wahrscheinlich, also Männer sind größer als Frauen, wenn man das sagt, dann sagt irgendjemand immer, aber es gibt auch eine Frau, die sehr groß ist und ein Mann, der sehr klein ist. Aber wenn man sagen würde, im Mittel, im statistischen Mittel, Rauchen verursacht Krebs, nicht jedes Rauchen verursacht sofort immer Krebs, sondern es erhöht die Wahrscheinlichkeit, das und so weiter. Also wenn man das so nuancieren würde, könnte man sehr viele Debatten führen, ohne diese ganze Aufregung. Man könnte zum Beispiel sagen, Männer sind aggressiver als Frauen, das ist weltweit so. Sie begehen mehr Straftaten, man müsste es aber nicht toxische Männlichkeit nennen, weil das wiederum suggeriert, dass das in allen Männern schlummert, was aber, vielleicht ist es sogar so, aber zumindest ist es so, dass es empirisch so ist, dass Männer in den letzten, zumindest in der westlichen Welt, in den letzten 50, auch weltweit, aber vor allen Dingen im Westen, so immer friedlicher geworden sind. Also sie begehen immer weniger schwere Gewalttaten, wir sind befriedet worden. Also man könnte aufhören, so diese pseudo- oder echte essentialistische Sprache zu wenden und statistische, das klingt natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man immer sagt, im Mittel oder mehrheitlich oder statistisch gesehen, aber dann würde man ganz viele Streitgespräche würden einfach verpuffen. Ja. Weil man einfach nur statistische Aussagen, und die können natürlich dann wahr oder falsch sein, man kann sich immer noch irren, man kann immer noch streiten, ob die Daten stimmen, aber viele Streitgespräche würden dann einfach aufhören, Streitgespräche zu sein. Ja. Oder wäre ich dann so ein Spielverderber? Ja, also sag mal, ich glaube, das ist eben etwas, was in unserer Diskurs- und Medienwelt nicht so gut funktioniert, weil es wahnsinnig viele Leute gibt, die sich irgendwie zu Wort melden. Und dann gibt es wie so einen Sozialdarwinismus der Botschaften. Hm. Oder? Und die Botschaft, die halt irgendwie hart ist, die laut ist, die auch provokant ist, die setzt sich dann in diesem Wettbewerb der Botschaften sehr oft durch. Die Algorithmen begünstigen das, das wissen wir, aber nicht nur die Algorithmen, sondern mittlerweile auch die sogenannte Qualitätspresse, die einfach alles lustig von Twitter runterkopiert. Immer wenn es auf Twitter irgendeinen Shitstorm gab, weiß ich, zwei Tage später ist es auf den Stadtseiten der großen Tageszeitung. Also die verstärken diese Logik eigentlich nochmal. Insofern, ich bin da sehr bei dir. Viele Debatten sind eben so Scheindebatten, darum geht es ja auch in meinem Buch, also ich finde eben Identitätspolitik, was darüber verzapft wurde, wie das hochgejasst wurde, wie das verzerrt wurde, mit welchen Pappkameraden da argumentiert wurde, war einfach total destruktiv. Man hätte sich angucken können, was sind die Potenziale, was sind die Probleme, lasst uns irgendwie das Beste draus machen. Aber das ist dann so vernünftelnd, dass es irgendwie uncool kommt und es ist wie kein Kampf und es hat nicht diesen Heroismus und diese Dynamik. Und das setzt sich zurzeit irgendwie schlecht durch, beziehungsweise kann es dann so gelesen werden als so konterrevolutionäre Differenzierungsgeschichten von heimlichen Privilegienwahrern, die eigentlich wollen, dass sich nichts verändert. Deswegen differenzieren sie und argumentieren mit Statistiken, wo es doch eigentlich darum geht, eben die Realität zu verändern. Und also ich sehe das nicht so. Ich glaube, eine der erfolgreichsten aktivistischen Bewegungen der Menschheitsgeschichte waren wahrscheinlich die Freimaurer. Ja, die also die quasi so subkutan unterhalb des Radars der Öffentlichkeit ihre Netzwerke geknüpft haben. Jetzt nicht im Sinne von Verschwörungstheorie, sondern eben so, was Freimaurerei eben ist, was sie ein Netzwerk, wo es darum geht, einander irgendwie zu supporten und einander dabei zu helfen, irgendwie zu wachsen und sich zu verbessern, unabhängig jetzt mal von deiner Konfession, aber allerdings abhängig vom Geschlecht bei den Freimaurern, muss man dazu sagen, ein reiner Männerclub bis heute ist, mit ganz wenigen Ausnahmen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber die haben das, glaube ich, relativ schlau gemacht, sind nicht in diese Eskalationslogik reingegangen und haben eigentlich so relativ unterschwellig stabile Graswurzelnetzwerke aufgebaut. Also das kann auch ein Weg sein. Es funktioniert nicht immer über das laute, schrille, direkte. Das hat vielleicht kurzfristig oft Erfolg, aber langfristig kollabiert es dann wiederum, weil es so viel Collateral Damage produziert hat. Insofern, also mir liegt das auch mit dem Statistischen, da finde ich auch wiederum Meetu Sanyal wieder toll, die aussagt, ja, Männer statistisch sind im Vorteil, aber sobald wir ein bisschen differenzieren, sehen wir, arme Männer war was anderes als reiche Männer. Reiche Männer durften wählen, arme Männer durften das nicht, es gab ein Klassenwahlrecht.
Männer werden zum Kriegsdienst eingezogen. Wer wird eingezogen? Wer wird an vorderster Front verheizt? Sehr aktuell mit Blick auf Ukraine-Krieg. Das sind arme Menschen, das sind ethnische Minderheiten und so weiter. Und das wäre für mich eben auch Statistik, also feinere Statistiken, gucken in die jeweiligen Subgruppen und so weiter. Und dann kann man nicht mehr so einfach sagen, du bist im Vorteil, weil Mann. Sondern da musst du mehrere Faktoren einbeziehen. Und das ist total kompatibel mit Intersektionalität. Und da finde ich interessant, dass du das mit dem Krieg gesagt hast, weil da gibt es wirklich in meinen Augen einen großen blinden Fleck unter den progressiv-akademischen Eliten, dass sie nicht sehen, ja, würde ich mich selber auch einbeziehen, dass man oft nicht sieht, wie privilegiert man ist allein durch die Zugehörigkeit zu dieser Akademikergruppe. Also Krieg ist ja ein Beispiel, als Akademiker wird man Offizier, Offiziere sind nicht vorne, sondern geben die Befehle, sind eher in den Intelligence-Bereich, sind aber weniger gefährdet, ihr Leben zu verlieren. Ein anderes Beispiel, was ich dich noch fragen wollte, ist vielleicht auch so ein bisschen progressive Selbstkritik, eher ein bisschen sprachphilosophisch. Ich habe die Beobachtung gemacht, mit Bourdieu könnte man ja sagen, wir machen immer diese Klassendistinktion. Früher war es uns wichtig, zur wohlhabenderen Schicht zu gehören. Die Oberschicht hat sich abgegrenzt durch, wie Bourdieu das beschreibt, Geschmack, was man für Bilder an den Wänden hat, welche Musikstücke man hört. Aber es hat er auch schon sozusagen angedeutet, man macht auch Abgrenzung durch das Vokabular natürlich. Und dass die heutigen neuen Hierarchien sind nicht, in meinen Augen, oft nicht direkt sozioökonomische Kategorien, aber es ist so eine Art Bildung versus, also hohe Bildung versus nicht so hohe Bildung. Und ein Merkmal ist die Sprache und vor allem das Vokabular. Und wenn man sich das Vokabular der Inklusion anschaut, ist es in meinen Augen etwas zugespitzt, das exklusivste Vokabular, das ich kenne. Es besteht aus lateinischen und englischen Wörtern mittlerweile, die viele Leute nicht verstehen. Ja. Ich glaube, sogar teilweise nicht aussprechen können. Ich habe neulich mit meinem Vater, der Akademiker ist, sogar in England studiert hat, der wusste nicht, wie man Ageism ausspricht, weil er es einfach noch nicht kannte. Natürlich weiß er, was Age ist und er spricht sehr gut Englisch, aber er hatte einfach diesen Begriff noch nicht gehört. Die wandeln sich auch ständig. Ja. Also Sachen, die ich vor 2 Jahren gehört habe, werden heute schon wieder ein bisschen anders formuliert. Und wir haben so eine Art, ja gerade in den Geisteswissenschaften, so eine Art Geheimsprache entwickelt. Natürlich diffundiert das durch Buzzwords jetzt auch durch die sozialen Medien und Manspreading hat man jetzt gehört und Greenwashing und Victimization und Intersectionality, also die kommen schon irgendwo an mittlerweile, aber es ist immer noch lateinisch-englisches Vokabular und es ist schwer zu verstehen und vielleicht, wenn ich das noch hinzufüge, Steffen Mau war auch mal da, der Soziologe, und der hat ein tolles Beispiel mal genannt in einem Interview, das er gesagt hat, er sagt seinen Studentinnen und Studenten immer, macht mal den S-Bahn-Test, also ihr habt eure ganze Theorie gelesen, jetzt fahrt ihr in Berlin mit der S-Bahn außerhalb des Ringes, also in die Vororte oder nach Brandenburg, S-Bahn-Ring umgrenzt sozusagen Berlin-Mainland, und redet mal mit den Leuten über deren Themen in eurem Vokabular und guckt mal, wie das so funktioniert. Und ich glaube, diesen Test oder diese, das ist auch eine Form von Privileg, ich verwende jetzt mal das Wort, das sehen viele Akademiker nicht oder wollen es vielleicht auch nicht so richtig sehen, weil sie dann sich eingestehen müssen, dass sie eigentlich auch sehr privilegiert sind. Selbst wenn sie zu einer Minderheit gehören, also oder zu einer benachteiligten Gruppe innerhalb wiederum dieser Gruppe, was natürlich sein kann, aber gegenüber anderen Gruppen und 80% der Deutschen sind gar nicht Akademiker zum Beispiel. Ja, das ist so eine inhärente Ironie vieler progressiver Diskurse. Da sind wir wieder bei The Medium is the Message. Also es geht ja nicht nur darum, was sage ich, sondern wie sage ich es. Und gerade so lateinischstämmige Fachbegriffe sind da oft unfreiwillig komisch oder widersprechen auf der Wie-Ebene dem Was des Gesagten. Latein war ja die Sprache der europäischen Eliten, oder? Das war die Geheimsprache, das war die Sprache, mit der sich die Päpste und Bischöfe oder auch Könige sie zu verständigen wussten und das gemeine Volk konnte das nicht. Das heißt, wenn ich eine Sprache verwende, die voll ist mit lateinischstämmigen Fachbegriffen, dann bin ich, ob ich das jetzt will oder nicht, irgendwie ein bisschen in diesem Fahrwasser mit drin. Dieser Resonanzraum wird einfach aufgerufen, ob ich das jetzt anstrebe oder nicht. Und es ist, wie du sagst, diese Diskurse, über die wir jetzt gesprochen haben, die werden an elitären oder an Eliteninstitutionen geprägt. Dann gibt es so einen Trickle-Down-Effekt,
Manche kommen dann an, diffundieren, verbreiten sich weiter, andere verpuffen. Aber die Sprache ist, wie Bourdieu das beschrieben hat, erstmal auch ein Ausweis quasi des eigenen Status, der eigenen Distinktion. Das war einer der Gründe für mich, warum ich relativ früh zur Essayistik gelangt bin und eigentlich bis heute auch ein gewisses Problem oder einen gewissen Widerwillen habe, so ganz hart akademische Texte zu verfassen. Hm. Ich versuche immer noch ein bisschen Schmutz reinzubringen, ich versuche ein bisschen Humor, ein bisschen also Sprache, die jetzt nicht genuin universitäre Sprache ist, in meine Texte reinzubringen, um die irgendwie zu kontaminieren. Weil nichts ist schlimmer als diese abgehobene kritische Theorie, die sich mit allen Exkludierten solidarisiert, aber eben qua Sprache, die eigentlich doppelt exkludiert. Das finde ich eine schwierige Geschichte. Ich habe damals nach der Schule beschlossen, ich will erstmal arbeiten, ich will nicht studieren gehen. Hm. Ich habe erstmal mein Zertifikat als Fitnesstrainer gemacht, ich wollte eigentlich im Fitnesscenter arbeiten, habe ja noch gemacht. Ich bin Hilfsgärtner geworden, ich habe in einem Callcenter gearbeitet, ich habe alles mögliche Zeug gemacht, ein bisschen eine Karriere so als freier Lokaljournalist aufgebaut, habe Biergartenreports geschrieben, obwohl ich keinen Alkohol trinke und ich weiß nicht was. Du warst perfekt vorbereitet für eine Karriere als Kunsthistoriker. Ja, genau so, ja. Oder? Und erst danach bin ich dann auch noch auf Anraten von Nikolai Forstbauer, dem damaligen Chef, Kulturchef der Stuttgarter Nachrichten, an die Uni gegangen, der gesagt hat, du kannst nicht ewig so weitermachen, du brauchst schon irgendeine Form von Qualifikation. So bin ich dann an die Uni gekommen. Und ich habe das damals gemacht, weil ich nach der Schule oder während der Schule das Gefühl hatte, es ist wahnsinnig abstrakt, wir schweben so wahnsinnig über den Dingen und ich wollte irgendwie in diese schmutzige, vielgestaltige, seltsame Realität kommen. Und das habe ich mir bis heute irgendwie beibehalten und ich versuche mir das beizubehalten, indem ich auch noch ein bisschen eben nebenher mein journalistisches Zeugs mache, meine Musik mache, ein bisschen Fitnesstrainings gebe und so weiter. Und das ist so mein Modus, nicht in diesem akademischen Elfenbeinturm nicht versauern, sondern mich quasi nicht nur dort aufzuhalten. Der ist wichtig, dieser Turm, der ist toll, den brauchen wir, aber ich glaube, man muss pendeln zwischen anderen, also zwischen anderen Bereichen und diesem Turm. Und ja, also die Sprache ist ein wichtiges Tool. Mir kommt gerade eine Anekdote in den Sinn. Wie alt ist jetzt? 83-jähriger Nachbar von uns in der Schweiz, im Kanton Bern. Hat mir vor kurzem erzählt, ja, hat er immer SVP gewählt, also diese nationalkonservative, größte Partei der Schweiz. Aber dieses Mal bei den Wahlen wählt er so eine junge Grünpolitikerin. Da habe ich gesagt, wieso wählst du denn jetzt eine junge Grünpolitikerin? Das passt eigentlich gar nicht zu dir. Und dann sagt er, die redet nicht so abgehoben. Ah. Ja, die redet so, dass ich die irgendwie verstehe und die ist irgendwie freundlich und kommt mir nicht so mit so Theorien, die ich nicht verstehe und so weiter. Man hat auch irgendwie so das Gefühl gehabt, die ist so bodenständig und kümmert sich um irgendwelche konkreten Probleme vor Ort. Also es hat dann gar nicht so viel gebraucht, sondern da war es wirklich so ein Shift in der Sprache, die Art, eben der Habitus, der Umgang. Und das unterschätzen viele Akademiker wahnsinnig. Also die Art und Weise, wie sie sprechen, wie sie auftreten, welches Vokabular sie verwenden, wie sie mit Menschen umgehen, mögen noch so edle Theorien haben. Es gibt eben unterhalb dieser Theorien eine Ebene, auf die Leute sehr sensibel reagieren. Und ich finde auch zu Recht sensibel darauf reagieren. Und wenn einem das selbst nicht bewusst ist, dann muss man ein bisschen an sich arbeiten. Ja, fällt mir gerade gleich noch eine Frage ein zur progressiven Selbstkritik. Also mich stört moralische Selbstdarstellung sehr. Ja. Aber mir ist dann auch klar geworden, dass die Kritik an der moralischen Selbstdarstellung als an zu viel Moralismus oder an falscher Tugendhaftigkeit ist ja selber wiederum moralisch und auch eine moralische Selbstdarstellung. Dann stelle ich mich als denjenigen da, der so differenziert ist und dem es wirklich um die Moral geht und nicht um die Selbstdarstellung. Ja. Auch eine kritische vielleicht Abschlussfrage an dich, etwas zugespitzt. Wenn man ein Buch schreibt und sagt, man muss differenzieren, man muss Ambiguitätstoleranz zeigen, man muss mit Wahrheit und Mehrdeutigkeit umgehen, dann sagt man ja indirekt auch, ich bin jemand, der besonders offen ist. Also Offenheit ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was anzeigt, dass Menschen gerade Wahrheit, Mehrdeutigkeit, Komplexität moralisch, ästhetisch wertschätzen.
Und man sagt damit auch vielleicht sogar ein bisschen, also ich nenne das einen Progressivitätsmarker, man sagt damit eigentlich, ich bin sehr progressiv, sehr offen. Vielleicht sagt man damit sogar, man ist sehr intelligent, weil das auch nochmal korreliert ist. Also Menschen, die besonders intelligent sind, ist das besonders wichtig. Also man macht dann auch so eine Art Selbstdarstellung, natürlich durch die Blume etwas verdeckt. Aber wäre das jetzt auch was, was du in deinem Buch sozusagen eigentlich sagst, schaut mal, das ist die richtige Art, progressiv zu sein. Also ihr seid sozusagen Schein. Progressive, weil ihr vereindeutigt und die bessere Art, ich sage es zwar nicht so direkt, aber durch sozusagen meinen Ansatz suggeriere ich euch das ein bisschen. Dass das die sehr, sehr, sehr berechtigte Frage. Ich glaube, man tappt leicht in diese Falle. Ich glaube, ich bin da selber auch immer mal wieder durchaus reingetappt, habe aber jetzt im Buch versucht, das eigentlich nicht zu tun. Und zwar dahingehend, dass ich sage, es braucht zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Kontexten eben unterschiedliche Formen des Auftretens, Diskutierens, Agierens. Also es bringt überhaupt nichts, wenn ich quasi endlos differenziere, wenn das Haus brennt, oder? Ich muss das verfluchte Haus löschen, wenn es brennt. Und dann kann man sich vielleicht ganz differenziert über irgendwelche Brandursachen verständigen. Aber es gibt, glaube ich, etwas, wo man tatsächlich differenzieren muss, und das ist eben die Ebene, wo man irgendwie versucht, eben Realität zu verstehen. Und da finde ich, das hat gar nicht so sehr was mit progressiv oder regressiv oder sonst was zu tun, sondern wenn es uns darum geht, gewisse Probleme zu lösen, müssen wir die Probleme verstehen, so gut es irgendwie geht. Und die wenigsten Probleme sind wirklich monokausal, sondern sie haben verschiedene Facetten, die ineinander spielen. Und das wäre eher mein Differenzierungsverständnis, dass man diese Arbeit versucht zu leisten, das möglichst quasi breit zu verstehen, um adäquat handeln zu können. Wenn dann jetzt jemand quasi wirklich so auftritt und sagt, ich bin hier quasi der Differenzierungsgott und ich kann quasi jede Ambiguität tolerieren, weil ich mir das so quasi beigebracht und antrainiert habe und ihr da draußen könnt das alles nicht, dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen peinlich. Ich hoffe, dass ich nicht so wirke oder rüberkomme. Es hat, glaube ich, ich bin so ein verspäteter Frühromantiker in diesem Zusammenhang. Fandst du die Frühromantik um eben spätes 18. Jahrhundert eine ziemlich produktive Epoche, wo einfach bestimmte Dinge aufgebrochen wurden, wo man anders über Dinge nachgedacht hat, wo man ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand rausgeschaut hat. Schlegel, der nach Indien blickt, obwohl er dort nie war, der nämlich Sanskrit lernt und solche Geschichten. Ich finde, das sind alles Dinge, die sind mir irgendwie nahe, die sind mir auch emotional nahe, und würde aber versuchen, eben das nicht wiederum zu essentialisieren. Also zu sagen, das ist gut und das ist richtig. Man muss quasi Räume schaffen, wo das möglich ist, und es gibt andere Räume, wo andere Dinge nötig sind und wo das dann auch nicht funktioniert und wo das nirgendwo hinführt. Also das wäre jetzt meine differenzierte total ambige Antwort. Die gefällt mir sehr gut. Mir hat das Buch auch sehr gut gefallen. Also ich habe auch dafür eine Vorliebe, für die Nuancen zu sehen und die Graustufen. Ich finde, das ist in dem Buch sehr gut gelungen. Es ist auch sehr beispielreich, muss man vielleicht nochmal sagen. Also es liest sich sehr gut. Es hat sehr viel Theorie drin, aber es ist auch ein Buch, das Tweets zitiert und Beispiele aus der Popkultur, Beispiele aus der Hochkultur. Also wie ich schon am Anfang gesagt habe, gelebter Ambiguitätstoleranz. Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben vielleicht noch Fragen aus dem Publikum. Ja? Ich habe eine Verständnisfrage an Jörg, als du vorhin von der aktuellen Netzwerktheorie gesprochen hast, dass nicht nur die Subjekte sozusagen Akteure handeln, sondern auch, den Teil habe ich da nicht genau verstanden, kannst du da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen? Also eine Frage zur Akteursnetzwerktheorie. Ja. Genau, also meine Überlegung war, dass wir nicht einfach zum Beispiel eine bestimmte Methode oder einen bestimmten Begriff nehmen können und sagen, ich mache jetzt etwas damit, oder was mir in mein Kram passt, was meinem Konzept, meinen Anliegen entspricht. Sondern ich glaube, dass Methoden auch ein Eigenleben haben, eine Eigenwertigkeit, eine Eigendynamik haben und ich nur bedingt darauf Einfluss habe. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel einem Ding
namens Essentialismus bediene, dann habe ich vielleicht eine gewisse Möglichkeit, den so zurechtzubiegen, dass er zu meinem Anliegen passt. Aber er hat eben auch eine Eigendynamik und die würde ich eben immer versuchen mitzubedenken. Und da würde ich so aktuelle Netzwerktheorie als eine Inspiration für den Umgang mit Theorien und Methoden und Begriffen und Theoremen sehen. Einfach ein bisschen aufzupassen, wir sind nicht die Herren oder Damen oder sonst wer im Hause und wir sind nur begrenzt in der Lage, die Dinge wirklich so zu dirigieren. Ja, genau. Weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Ja. Also eben Essentialismus wäre das, oder? Also wenn ich sage, ich performe jetzt strategischen Essentialismus, ich weiß, dass meine Identität keine überhistorische Essenz ist, aber ich muss die jetzt mal so positionieren, einfach um meine Message durchzubringen. Ja? Also ich bin jetzt quasi ich bin Jörg, ich bin aus Deutschland, ich bin männlich, was immer das bedeutet, ich bin Migrant und ich weiß, das ist alles sehr im Fluss, aber ich behaupte das jetzt mal, ich positioniere das jetzt mal, um auf meine Situation aufmerksam zu machen und um damit Politik zu machen. Oder dann nehme ich dieses Ding namens Essentialismus und verwende es für meine Zwecke. Die Sache ist die, wenn ich das jetzt mal 10 Jahre gemacht habe, dann werden die Leute das irgendwann nicht mehr als etwas Fluides oder Performatives oder Ephemeres wahrnehmen, sondern das wird irgendwie doch einbetoniert worden sein. Ja, also aus diesem vorläufigen Essentialismus wird irgendwann dann eben doch ein Essentialismus werden. Und da würde ich wahnsinnig aufpassen, weil das ist wirklich so der Kollateralschaden von Politisieren über Identitäten. Und Identität ist eben was Starkes. Das ist etwas, was man dann nicht einfach wieder ablegt. Also auch wenn ich meine Karriere auf eine bestimmte Identitätsvorstellung baue, dann kann ich nicht irgendwann die Identität wieder ablegen, weil dann bricht eigentlich mein ganzes sozusagen im Gebäude, mein Karrieregebäude bricht dann zusammen. Und ja, weiß nicht, ist das als Beispiel halbwegs... Ja. Und ich mochte auch immer, außerdem, deswegen bin ich so ein großer AST-Fan, ich bin bis heute geblieben, seit den 1990er Jahren. Also AST hat zum Beispiel, oder in den frühen 90er Jahren, einfach Metal und Rap zusammengebracht. Und das waren ja Kulturen, die quasi im Identitätsmarketing relativ klar gebrandet waren. Es gab Black Culture und es gab White Culture. Black Culture war Hip-Hop, Soul, Rap und Co., und White Culture beim Rock und Metal. Und das war durch einfach die Unternehmen, den Kommerz so festgeschrieben worden, sodass Kids wirklich auch ein Problem hatten, wenn sie von der einen in die andere quasi Kultur wechseln wollten. Kollegin von mir, tolle Metal-Forscherin aus den USA, Lena Dawes, ist als Schwarze in einer weißen Familie als Adoptivkind in Kanada groß geworden. Und sie hatte noch das Problem, dass sie Metal geil fand. Ja, also da überlagerten sich sehr viele quasi Identitätsmarker und Klischees. Und die White Kids haben gesagt, hey, wieso hörst du denn kein Soul und Hip-Hop und so weiter? Und die Black Kids haben gesagt, hey, aber ein bisschen komisch, dass du diese White Music da irgendwie toll findest. Ja. Und das ist eine essentialistische Argumentation, oder? Weiße irgendwie finden Classic Rock geil, irgendwie fahren samstags zum Baumarkt, irgendwie mit Creedence Clearwater Revival auf den Lautsprechern und Black Kids hören irgendwie andere Musik. Was IST gemacht hat, ist gesagt, hey, irgendwie finde ich beides ganz geil, bringen wir das doch mal zusammen und schauen, was passiert. Das ist irgendwie ein schönes postidentitäres Experiment geworden, was auch kommerziell dann sehr erfolgreich wurde. Und auf diesen Konzerten begegneten sich dann eben Hip-Hop-Fans und Mettler. Und man hat festgestellt, hey, okay, uns unterscheidet vielleicht etwas, aber uns verbindet auch sehr viel. Und an so etwas bin ich immer interessiert. Das ist für mich sozusagen postessentialistisch, auch wenn es dann nicht einfach nur wie so Lego-Steine kombiniert wird. Ja, so quasi. Den schwarzen Legostein oder den weißen Legostein und dann klickt man die so ineinander, sondern wenn es eben beginnt, so ein bisschen porös zu werden und ineinander überzugehen, das finde ich sind eigentlich die spannenden Momente. Ja.
Und die suche ich und die finde ich wichtig. Und ja, kann aber auch verstehen, dass Leute eben in bestimmten Lebensabschnitten erstmal sagen müssen, nein, Black and Proud zum Beispiel, das war wichtig. Ja, das hat es gebraucht in den 60er, 70er, 80er Jahren, braucht es vielleicht heute noch. Vielleicht wie es auch den Pride Month braucht, auch wenn ich persönlich kein Fan des Begriffs Stolz bin. Ja, da assoziiere ich etwas anderes damit. Aber okay. Ja. Wichtig ist, dass man irgendwie in diesem Diskurs, auch in diesem Loop bleibt und über diese Dinge diskutiert und eben versucht, dass sie nicht verknöchern und nicht zu so ehernen Essenzen werden. Weil eherne Essenzen bei den Identitäten, die können leicht gegeneinander ausgespielt werden. Es braucht Überlappungen, Überschneidungen und so weiter. Ja, sehr interessant. Dann, ja, nochmal vielen Dank noch für diesen kleinen Exkurs und wir freuen uns auf das nächste Buch. Kommt im Herbst. Ja. Super. Toll.